Um es vorwegzunehmen, viel Licht und viel Schatten, für mich, für den Preis, zu viel Schatten. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Schön, dass ihr reingeklickt habt. Heute möchte ich euch eine Variante der Uhrenaufbewahrung vorstellen. Es handelt sich um nobel aussehende Uhrenboxen von Finest Boxes. Ich habe diese bei eBay erstanden. Ich weiß nicht, ob es sie auch anderswo gibt, aber eBay ist hier für mich der klassische Vertriebskanal. Die Boxen sehen edel aus und sind auch nicht gerade billig. Dennoch habe ich damit eigenwillige Erfahrungen gemacht und die möchte ich jetzt im Folgenden mit euch im Detail teilen. Ich habe drei Boxen unterschiedlicher Größe und Höhe und war, als sie ankamen, wirklich sehr angetan davon. Die Spaltmaße sind meiner Meinung nach vollkommen in Ordnung und auch die Holzqualität ist für mich der Preisklasse angemessen. Die Druckknöpfe verrichteten ihren Dienst so, wie sie sollten. Insofern war hier für mich alles in Ordnung. Da ich lange keine Reiseboxen hatte, habe ich diese Holzboxen zu Uhrenstammtischen und persönlichen Treffen mitgenommen, sodass gewisse Gebrauchsspuren nicht ausblieben. Das Holz ist etwas abgerieben und man kann sehen, es ist nicht durchgefärbt, was aber auch nicht tragisch ist, denn eigentlich sollten sie auf dem Schreibtisch stehen und nicht durch die Gegend getragen werden. Der Abrieb hält sich auch meiner Meinung nach wirklich in Grenzen. Gut finde ich auch die Verarbeitung der Scharniere im Inneren, denn diese sind nicht nur aufgesetzt, sondern in das Holz eingelassen und beinahe bündig verarbeitet. Für die, denen das wichtig ist, auch die Schrauben sind gleich ausgerichtet. Das Scharnier verrichtet auch nach vielen Jahren noch zuverlässig seinen Dienst. Wie anfangs gesagt, die Box macht optisch wirklich einen guten Eindruck, hat keine allzu großen Spaltmaße und, was ich auch sehr gut finde, das Scharnier ist auf der Rückseite nicht einfach nur aufgesetzt, sondern in den Deckel und den Bodenteil der Box eingelassen. Insofern eine wirklich gute und saubere Lösung. Leider ist die Box insgesamt nicht ganz so haltbar, wie ich es mir gewünscht habe. Mit dem Druckknopf lässt sich die Box leider nicht einhändig öffnen, aber das ist nicht schlimm. Man kann am Deckel sehen, für besonders große oder hochbauende Uhren ist die Box nicht ideal geeignet. Die Kissen sind sehr sauber gearbeitet, an den Nähten geht auch nichts auf, die Rückseite ist überlappend gearbeitet, sodass auch hier sich kein negatives Merkmal zeigt. Das Kissen sitzt passgenau in der Aufnahme, was aber durchaus auch einen nachteiligen Aspekt hat, wie ich noch zeigen werde. Hier meine Vintage-Uhren und auch gleich der erste wirklich negative Punkt. Die Drücker zum Öffnen der Box sind geschraubt und einen habe ich schon verloren. Dass ich mit Kleber nicht umgehen kann, ist keine Sache von Finest Boxes, aber der Drücker hätte nicht verloren gehen dürfen in meinen Augen. Ich bin aber nicht der Einzige, der mit Kleber nicht umgehen kann. Auch Finest Boxes hat hier Probleme, denn sowohl die Polsterung im Deckel löst sich und ich musste sie schon mehrfach nachkleben. Das ist sehr unschön und sollte bei einer Box in dieser Preisklasse eigentlich nicht vorkommen. Das Problem des nicht haltenden Klebers setzt sich auch bei den Abdeckungen zwischen den Uhrenaufnahmefächern fort. Ich habe hier schon selber nachgeklebt, aber es löst sich immer wieder und auch die Ursprungsverklebung war nach 2 oder 3 Jahren, ich weiß es nicht mehr ganz genau, nicht mehr existent und diese Kreuze zur Abdeckung des Unterbaus hoben sich ab und insbesondere wenn die passgenauen Kissen entnommen wurden, schleiften sie am Rand entlang und hoben die Kreuze ab. Sehr schade und hat den Gesamteindruck für die Box leider etwas getrübt. Ich denke, ich würde sie mir wegen der Mängel nicht mehr kaufen.
Thank you.